So, also, da ist mein Cranberry-Huhn. Oh, um Himmels Willen. Guck mal, für dich habe ich wirklich was sehr Besonderes gemacht heute. Noch mit einem Hütchen drauf. Ja, mit dem Hütchen, als es braun war, habe ich das dann drauf getan. Ich sag dir auch warum. Dieses Huhn, das werde ich dir nachher zeigen, ist eingerieben mit einer Paste aus Senf und Ahornsirup. Ja, und das verbrennt gerne, weißt du, wenn du das, wenn das dann ab einem bestimmten Punkt, außerdem wenn es braun ist, ist es ja braun, dann braucht man es ja nicht mehr länger. Super. Und jetzt mache ich Essen wir das gleich? Nein. Nein. Erst musst du kochen, wir essen erst deins. Pass mal auf. Jetzt mache ich Folgendes. Ich schneide jetzt diese Beine so ein bisschen ab und tu die, leg die rein. Wir haben nämlich, ich habe das nämlich einmal gemacht und dann waren die Beine noch nicht ganz durch. Gut, da habe ich es weiter drin gelassen und dann wurde die Brust zu trocken. Und jetzt mache ich das einfach so. Das ist ungünstig. Ja, und das, weil jetzt braucht es noch 10 Minuten. Oh. Ich würde dir ja so gerne zur Hand gehen. So, das ist so weich, dass das schon rausfällt hier. So, und jetzt kommt noch mal was von dieser Brühe drauf. Das ist Zwiebeln, wie man sieht, mit einer Hühnerbrühe und mit Orangensaft. Mhm. Reduziert, eingekocht und dann kommen diese Cranberries drauf. Und das kommt jetzt einfach noch mal so drauf. Klingt schon mal ziemlich raffiniert. Schau, siehst du das? Diese schönen roten Cranberries. Und die haben so ein tolles Aroma, ne? Die fantastisch. Sind so das ist eine. Bist du so lieb und machst das Rohr auf? Das ist eine verwandte Beere von unserer Wildpreiselbeere. So, 10 Minuten habe ich da. Und zwar, guck mal, das kann man nicht das ganze Jahr, aber so ab Herbst, Winter kann man die so kaufen und die kann man in den Kühlschrank, habe ich jetzt erst erfahren. Und auch super für Cocktails. Oh, Cranberry mit Juice, mit auch mit Wodka. Was anderem, Gin und so. Und man kann sie tief frieren und ich habe sie einfach mit Zucker und Wasser gekocht. Ja, aber wenn man die nicht kriegt, ich habe es auch schon mal gemacht mit diesen Wildpreiselbeeren, die auch so noch, also noch nicht so ganz verkocht sind. Das geht eigentlich auch. Ja. Aber es ist wunderbar, sehr bisschen, ganz leicht ein bisschen bitter. Ist das auch schön. Sehr fruchtig, ne? Sehr toll. Stimmt. So. Na, da wäre ich ja nicht mithalten können heute. Hör auf. In jetzt einem deiner tollen Schübe hier liegt erstmal eine Schürze. Das entsprechende Handtuch. Sonst gibt's alles. Mal hier ein bisschen. Wo hast du das her, das Rezept? Das habe ich witzigerweise aus einem koscheren Kochbuch. Ach. Ja, hat mir aus Amerika, ich hatte einen Gast in meiner Sendung und die Frau war mit und die war so begeistert. Mhm. Und die hat mir begeistert von dem ganzen Besuch in Deutschland und die hat mir das aus Amerika geschickt, weil ihre Tochter dieses Buch gemacht hat. Mhm. Koschere Küche. Und sie hat mir gleich dazu geschrieben, Seite 324, ein Cranberry Chicken. Und das habe ich jetzt danach gemacht und muss sagen, wir sehen, weil da kommen ja Äpfel und da wird man ja zum Spring Chicken in deiner Küche. Ja. Was machst du? Du machst Spaghettini. Ja, ganz was Flinkes. Das sind Spaghettini mit Zucchini und mit Scampi oder Garnelen. Und das wirklich Tolle ist, dass dieses Gericht im Grunde innerhalb von 10 Minuten fertig ist. Na, ideal für uns. Für uns beide vielleicht jeweils eine Handvoll, sagt man so. Ja. Ich habe jetzt so ein Brett geschenkt bekommen und da sind so Löcher drin. Und da kannst du dann, steht dann für eine Person, für zwei. Aber das ist, du kriegst die nie in diese Löcher rein. Das hat sich wieder jemand ausgedacht, der das nie probiert hat. Der noch nie Spaghettini war. Nein. Furchtbar. Sollen wir die noch dazu ein bisschen Salz drin? Ja. Ist Salz schon drin? Ja, wissen wir jetzt nicht. Kann nie zu viel sein, habe ich gehört. Ja. So. Also. Aber jetzt, so und im Grunde müsste nur dieses Fett. Jetzt ist halt die große Flamme, das wird jetzt gleich sehr heiß. Kann man noch testen? Kann man sehr gut testen. Sieht gut aus? Noch nicht, aber gleich. Die hast du so fein geschnibbelt. Ist aber wirklich. Also am tollsten sind diese Stifte. Nicht in Scheibchen und nicht in Würfelchen, sondern am tollsten sind. Die Stifte. Die Stifte. Aber vielleicht tue ich mir auch einen Gefallen, wenn ich. Oh ja, geht das los. Lieber mit der Hand mache. Ja, sicher, hör mal, in der Küche. Ja. Bitte dich. Tja, handfeste Tatsachen. Nee, aber das ist doch eine normale Sache.
Man wäscht sich die Hände dazwischen immer wieder und macht alles mit der Hand. Du brauchst ungefähr 1,5 Zucchini. Ja. Die werden schön angebraten, also richtig so, dass sie von diesem heißen Olivenöl die Farbe annehmen. Mhm. Und dann kommen Peperoni dazu, ja, ganz bisschen. Ein bisschen Knoblauch vorher ausdrücken, weil der Saft ja eigentlich das ist, was... Brauchst du ein Messer, so ein großes? Nö. Nee? Ach, du machst das schon wieder an? Ja, ja, das reicht. Ah, die hast du schon gedrückt? Nee, kommt das noch. Das machst du gleich. Und dann nur Rosmarin. Noch ein bisschen Rosmarin dazu. Aber so ganze Zweige? Ganze Zweige. Die nimmst du nachher wieder raus. Wunderbar. Und das alles ist natürlich nicht meine Erfindung, sondern das habe ich schon gegessen bei einer ganz lieben Freundin von uns, die ein wunderbares kleines italienisches Restaurant hat in Berlin. Aha. Ist das dieses im Prenzlauer Berg, Trattoria Paparazzi, genau? Ja, die kenne ich doch auch. Das und ist doch ist die einzige. Soll ich ein bisschen kleiner machen, weil sie so braun werden? Ja, kann ruhig. Die hatte doch als einzige ein italienisches Restaurant zu DDR-Zeiten. Ganz genau. Ach, da hast du es gegessen. Das ist sehr nett. Und ja, das sind wirklich so klasse Sachen, die sie machen. Und im Grunde ist es jetzt nur schlecht kopiert, trotzdem geklaut. Na ja, gut, also wir alle sind doch... Entschuldige, du hast doch noch einen kleinen Beruf und ich auch. Wir sind doch nicht Köche vom Beruf, oder? Und wir machen das doch nebenbei. Du bist so dankbar. Ich meine, ehrlich gesagt, ich habe es natürlich auch sehr gerne, wenn andere kochen. Also ich lasse gerne kochen. Guckst du gern zu? Machst du dann auch die niederen Dienste? Gerne. Also von irgendwie Schnipseln über Schälen, alles gerne. Ja. Ich gebe gerne die Regie in andere Hände. Ach, tatsächlich? Aber von Dingen, von denen ich richtig begeistert bin, die probiere ich dann auch mal selber. Darf ich ein bisschen umrühren, damit die nicht so, genau. Guck mal, das tut denen, glaube ich, ganz gut, während du deine Zucchini rührst. Zum Schwitzen ich das bringst. Mal, ja. So. Warte, mal gucken, ob wir die Küche ein bisschen dreckig kriegen. Ja. So. Dann kann jetzt schon das bedeutet, dass du die nachher auch wieder rausnimmst. Die bleiben drin. Die Peperoni bleiben drin? Nein, ich meine die Knoblauch. Ja, ja. Ne, die tust du auch nur so zum, genau. so wie mit dem Rosmarin, dass das so ein bisschen davon den Geschmack bekommt. Und die findet man dann am besten beim Essen und packt sie an den Rand? Ja. Ja, wer es will, kann es ja auch klein schneiden und essen. Ich meine. Stimmt. So. Ein bisschen kleiner. Ja. Das ist Zucker und das ist Salz. Genau, das kommt jetzt schon dazu. Also du lässt gerne kochen. Sag mal, dein Mann kocht auch, oder? Der macht wirklich, der ist vor allen Dingen wesentlich erfindungsreicher und erfindungssuchender auch als ich. Also kreativer bei allem, was Kochen anbelangt. Und kocht regelmäßig. Und kocht regelmäßig und richtig gern. Vor allem wahrscheinlich am Donnerstag. Oder? Stimmt. Aber kann ich mir vorstellen. Das ist mittlerweile wirklich weniger für mich, ehrlich gesagt, was er auch gerne macht und viel macht. Das war jetzt eine Hühnerkraftbouillon. Jetzt und wird das ist, abgelöscht mit Weißwein. Weißwein. Nicht, dass wir was versäumen, wenn das hier macht. Richtig. Wie ist denn das am Donnerstag? Ab wann müssten du da im Studio sein? Er wird sofort erzählt, ob du mir erstmal die Spaghetti hier reinhebst, bitte. Ja. Schon rausnehmen? Die kommen da jetzt schon dazu. Soll ich die schon rausnehmen? Bist du sicher? Hinein kommt der Rosmarin. So. Ach, die werden jetzt hier noch mitgegart. Genau. Das bedeutet, dass die gar nicht ganz gar sein müssen. Aber weißt du was? Ich halte es heiß. Ich will nicht gerade was holen. Doch noch ein Tellerchen? Ja, muss ja. Du hast ja gesagt, wir wollen das versauen. Zweite noch, komm. Oh, schön ist anders, oder? Ups. Oder wir heben es mit der Spaghettizange raus. Jetzt mach's rein. So, ein bisschen versaut, das ist doch wunderbar. Zwischendurch sind hier schon langsam. Ah ja, jetzt kommen die Begriffen. Jetzt kommen die Garnelen, da würde ich mal sagen, reichen vielleicht für jeden von uns drei. Ja, zwei, ja? Höchstens zwei. Die sind wirklich groß, also es müssten... Zwei. Für jeden von uns, ja. Entdarmte können gerne auch erst zu Hause geschält werden. Eigentlich ist auch nett, wenn der Schwanz noch dran ist. Ja. Ich sag's ungern, aber es ist... Ja, ich mag's ja lieber so. Ja? Und was war das jetzt? Das ist ungesalzenes Wasser. Also normales Mineralwasser. Normales ungesalzenes Wasser, was eigentlich noch ein bisschen warm sein könnte, wie mir gerade einfällt. Das ist ja verrückt, das haben wir überhaupt noch nie erlebt. Das heißt, so, und jetzt, die waren gar nicht schon da, sondern die garen jetzt mit und nach und zu und...
Die Spaghettini kriegen diesen Duft und Geruch von dem Weißwein und dem Rosmarin. Auch die Scampi. Und ich sehe den Rosmarin dieser, gar nicht. Ist der schon drin? Der ist ja schon drin. Ja, und wenn der Sud hier runtergekocht ist, dann ist ja toll. Müssten wir eigentlich schon loslegen können. Die sehen noch ein bisschen roh aus. Ja, die brauchen noch ein bisschen. Das kocht jetzt runter. Ein paar Minütchen. So, und richtig clever wäre eigentlich, wenn wir das Wasser vorher kochend heiß gemacht hätten. Wir machen es jetzt nur noch mal so zur Probe. Ach so, das kann man dann. Ach, dann tust du heißes Wasser rein, ja, oder was? Ja. Ah. Um eigentlich das alles, was da drin ist, eben am Kochen zu halten. Und das Wunderbare an diesem Ding ist, dass es innerhalb von 10 ja, Minuten fertig ist. Ja, das ging schnell. Das ging ganz schnell. Willst du jetzt noch ein bisschen drauf tun? Ja, mal gucken, vielleicht. Richtig. Ja, und um eben auf diesen wunderbaren Donnerstag zurückzukommen. Ja, es gibt mittlerweile ein Ritual bei Familie Illner, das weniger mit mir zu tun hat, sondern mehr mit meinem Mann. Der hat sich einen Jugendtraum erfüllt und hat mit drei Freunden zusammen die Fab Four Number Two gegründet. Also die Beatles Nummer zwei. Und treffen sich immer am Donnerstagabend, wenn Mutti Schicht hat, um bei uns unten im Luftschutzkeller ein bisschen Musik zu machen. Ungestört. Völlig ungestört. Und dieser Abend beginnt natürlich nicht irgendwie, sondern der beginnt mit einem opulenten Mahl. Und es werden Köstlichkeiten Bessarabiens und Westeuropas aufprobiert. Während du im Studio bist und die Politiker so zum und Reden dann bringst. Schrammelt man sich eins. Und ich komme dann in der Regel so eins, halb zwei nach Hause. Und wenn ich Glück habe, wird mir das Oeuvre des Abends vorgestellt. Und ich bekomme von diesem Essen noch, noch Reste. Ja, sehr schön. Das ist ja toll. Ja. Aber das ist doch schön. Dann weißt du, nach der Arbeit musst du jetzt nicht gleich dich sozusagen in die Ruhe zurückziehen. Ich bin ja auch immer aufgedreht nach einer Sendung und möchte dann auch nicht gleich Ruhe haben. Das ist, ich glaube, das braucht man dann, klar, dass es so irgendwie ausklingt. Und es ist ein sehr schöner Wechsel, wirklich. Ja. Absolut. So, mein Huhn ist dann soweit. Lass mal so ein bisschen offen. Ich glaube, wir können schon. Ich glaube, ich nehme es raus. Probieren wir das jetzt gleich hier oder lassen wir das ein bisschen stehen und widmen uns deinem Huhn? Nö. Ach nö. Nö, wir können gleich probieren. So, ich tue das irgendwie mal. Man kann echt nicht vorteilhaft eine Nudel probieren, oder? Nee, schwierig. Schwierig. Hm. Ein bisschen. Kann noch ein bisschen, kann noch ein bisschen. Kann noch ein bisschen? Hm. Ja, gut. Weißt du was? Ich könnte uns doch schon ein Schlückchen Wein. Ach, seien Sie doch mal so gut. Ich habe für dich etwas für ausgesucht, was ich selbst auch noch nicht so kenne. Das ist Batard von Agricola Quercciabella. Oh, klingt schon mal nach mehr. Ja, ein italienischer Weißwein, hochprämiert bei allen möglichen Blindverkostungen in Italien. Ja. Und zwar ein Chardonnay. Das ist ja eigentlich, sagen wir mal, mehr eine Traube aus dem Burgund und viel in Kalifornien. Aber die macht, weil das so ein bisschen Modewein ist jetzt, machen das alle. Also auch die Italiener und auch in Deutschland gibt es Chardonnay. Ich persönlich, ich habe eben schon probiert, finde ihn eigentlich besonders schön, wenn wir gleich was essen. Zum Essen. Also es ist weniger so ein Wein wie ein Riesling, den man schon vorher so ein bisschen weg, schlabber, schlabber, weg, weg. Aber zum Essen ist der schön. Und duftet auch lecker. Ja. Bisschen zickig? Bisschen zickig. Du weißt, was ich meine? Also so zum Alleintrinken wäre mir etwas zu kräftig. Aber zum Essen ist der sicherlich gleich ganz schön. Stimmt. Vor allem auch nachher mein Huhn, weil das ja so wahnsinnig verschiedene, viele Geschmackskomponenten hat. Und da braucht man auch was Kräftiges dazu. Na, das sieht doch aber schon ganz gut aus. Wenn diese kleinen Schwänzchen jetzt noch dran wären, würde man die natürlich auch noch schick sehen. Ja, du meinst bei den, genau, ja, den Garnelen? Muss aber nicht sein. So, und jetzt können wir eigentlich schon. Ja, toll. Kannst du das mit diesem Teil da rausnehmen? Sei. Der ist nicht uninteressant, stimmt. Und? Gut? Na, schön ist anders, aber. Nö, ist okay. Ups. Sehr schön. Auch aufpassen. Ja. Eigentlich könntest du freundlicherweise auch das schon ausmachen. Ja.
Müssen ja jetzt nicht. Aber das sieht doch schön aus. Ja. Was willst du? Ja. Guck mal, für jeden von uns zwei. Du hast auch zwei. Zwei, ja. Und auch genug Obst und Gemüse? Ja, ein bisschen was für dich, fürs Auge. Ein bisschen was Grünes. So. Und schön wäre eben, wenn diese Garnelen irgendwie doch besser so aus den europäischen Fanggebieten kommen. Weil ja, aus, ja. Ne? Ja, also ich habe ja inzwischen mit Shrimps ein bisschen Probleme. Weil ja, diese Antibiotika sind einfach drin in denen aus den asiatischen und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Oder sie am besten meiden, nicht vorsichtig sein. Nee, ich meide die mehr und mehr wirklich. So. Wo gehen wir dazu hin? Hier. Ich habe mein Glas Wein hier, du hast deins. Ich hab's hier. Wollen wir noch mal diesen hier machen? Ich kann, ja. Prösterchen. Danke. Auf das einfache Leben. Ja. Darauf, dass es uns nie schlechter gehen will. Na. Das sieht ja schon mal sehr lecker aus. Was ich auch so raffiniert finde, ist dieser Rosmarin-Geschmack. Den würde man ja normalerweise nicht zu Fisch tun, sondern eigentlich immer nur zu was Schwerem. Nee, ist toll. Sehr lecker. Und man spürt das Rosmarin. Man glaubt, wenn man nur so ein Zweig reintut, nee, das spürt man schon. Und es geht wirklich super schnell. Und man kann sich sogar. Und ich spüre natürlich auch hilflos den Knoblauch. Sehr angenehm. Bisschen Weißwein hätte ich vielleicht noch mehr reinmachen können, aber ansonsten. Man hätte immer noch was anders machen können. Nicht nur beim Kochen, auch bei den Sendungen. Muss man immer schlau und sagt nachher, ach, da hätte ich ja noch das fragen können oder dem das sagen. Aber das, das gehört dazu. Richtig. Nachher ist man immer schlauer. Aber ich muss dir sagen, das ist schon sehr lecker. Und die Garnelen bleiben eben so schön. Schön saftig, ne? Und natürlich die Spaghettine sind total al dente. Und sehr witzig, dass die jetzt noch mal also eigentlich das zum Ende gegart sind in dieser Soße. Genau. Und im Grunde müssten wir es jetzt noch viel, viel schöner machen, indem wir uns das beste Olivenöl, wo gibt. Noch drüber gießen? Ja, und zwar eigentlich fatal auf das im Grunde auf dem Teller liegende Essen. Ja. Super. Und dann werden wir feststellen, dass es jetzt noch viel toller ist. Also ich muss dieses junge. Ich nehme ja dieses teure, ist wirklich auch teuer, wirklich nur, also nicht zum Kochen, sondern nur für solche Sachen und für Salat, Soßen, aber selbst dafür schon fast nicht. Das würde auch brennen, weil es eben ja auch wirklich richtig heiß gemacht wird hier vorher. Ups, das habe ich jetzt vergessen. Siehst du, das ist so wichtig. Da ist doch jeder Italiener sofort. Oh, herrlich. Doris, Grüße an dich. Herrlich. Ja. Wunderbar. Und da passt der jetzt toll dazu. Lecker. Sehr schön. Lecker dazu. Stimmt, weil er auch ein bisschen härter ist, ne? Ja. Da wäre jetzt ein Riesling fast ein bisschen, aber vor allem bei meinem gleich. So. Sehr toll. Bin Ihnen sehr dankbar. Das lassen wir jetzt ein bisschen auskühlen. Und ich zeige dir jetzt, was ich gemacht habe. Also, ich habe erstmal den Ton mit Zitrone schön so einzitroniert. Ja. Von allen Seiten, ein bisschen von dieser Seite. Mensch, du zeigst es auch noch so schön. Ja, alles, wie man das macht. Gucken, was die Zitrone auch für Saft hat. Genau. So, nach der Zitrone kommt eine Marinade, könnte man sagen, aus zwei Esslöffel oder zwei Teelöffel? Zwei Teelöffel grober Senf. Dann Ahornsirup. Zwei Teelöffel Ahornsirup. Da ist das auch alles so ordentlich aufgeschrieben. Ja, und da merkst du aber, dass das aus Amerika kommt. Weil Ahornsirup ist etwas, was die Amerikaner sehr gerne. Ja, es gibt auch guten kanadischen. Ja, naja, das ist auch Amerika.
2 Teelöffel Ingwerpulver. Oh, das sieht schon sehr raffiniert aus. Ne? Dann nehmen wir noch so einen halben. So. Und eine Prise Piment, Nelkenpfeffer. Mhm. Dann nehme ich nur so. So. Und 1 Teelöffel getrockneter Thymian. Das kann man sich ja nicht alles merken. Das stimmt. So. Salz und Pfeffer. Salz. Ups, ich könnte dir hier mal ein bisschen zur Hand gehen. Okay. Und Pfeffer. Mhm. So. Und damit wird jetzt dieses Huhn auch eingerieben. Aber allein, wenn man hört, was da drin ist, da weiß man schon, das ist sehr lecker. Schon sehr toll, und gerade dieses süß-saure. Ja, Menschenskinder. Wir haben neulich mal Persisch gegessen. Das ist irgendwie was, auch eine tolle Küche. Ich könnte die nie kochen. Ich würde zweiten Stunde spätestens vor Hunger zergehen, beim daneben stehen. Da werden ja richtig Parfums hergestellt. Ja, und da brauchst du Stunden. Mhm. Die Mutter eines Bekannten hat für mich ein Hochzeitsessen, ein persisches, gekocht. Die stand auch den ganzen Tag in der... Ja, es ist wirklich lecker. Ja. Ach, was ich noch vergessen habe... Hältst du das mal so ein bisschen? Ich sollte auch noch Zitrone innen rein machen. Mitten rein? Nö, so ein bisschen so. So, da ist auch noch was. Komm, den letzten Tropfen so. Und hier kommt jetzt rein, das ist Rosmarin. Kräuterfee. Ja, Majoran. Petersilie. Maggi? Und, nee, nicht Magikraut, Thymian. Mhm. Weißt du, was mache ich so rein? Die Stopfung eines Huhns. Ja, jetzt kann man es wieder hinlegen. So, jetzt Huhnbrust nach unten in Bräter. Wo du haben Bräter? Wo ich haben Bräter. Siehst du, habe ich keinen Bräter. Menschenskinder, in Kneipe von... Nimm einfach diesen da. In Kneipe von gutem Freund von uns steht mit großen Lettern an Wand. Mach keine große Worte, iss lieber eine große Fisch. So, das geht wunderbar. Viel zu schön. Das ist doch alles schon schön, ne? Mhm. So, und jetzt kommt Äpfel. Guck mal. Mensch, ist ja richtig Arbeit bei dir. Ja. Äpfel und Schalotten. Und das wird jetzt ein bisschen Öl. Gibst du mir dein Öl? Einfach so ein kleines bisschen drauf. So. So, Äpfel, Schalotten und die verteile ich jetzt so ein kleines bisschen. So. Würde man das nicht am liebsten nur machen, sag mal? Das ist doch toll, oder? Ja. Bist du zu spät drauf gekommen, irgendwie nur aufs Kochen? Ja, überhaupt. Relativ spät, ja. 220 Grad und jetzt werden eingestellt 30 Minuten. Darf ich Ihnen den Tupfer reichen? Ja. Ja. 30 Minuten. So. 30 Minuten? Du, ja. Da ist aber die Sendezeit vorbei. Ich habe ja ein fertiges hier. Das fertige Huhn. Hör mal, das habe ich mir schon überlegt. Ja. Ich habe ja ein fertiges, das wollen wir ja jetzt essen. Außerdem 30 Minuten ist ja nur, bis es gewendet wird und da kommt noch mal wieder von diesem Saft drauf und so. Mhm. Das, dann ist es eh nicht fertig. Das Hast dauert. Du hier schon mal überzogen und Ärger mit dem Sender bekommen? Nein. So, jetzt, guck mal, jetzt können wir das schon probieren. Präsentieren. Oh, das sieht aber echt wirklich super toll aus. Ja. Mir ist das mal passiert in der Sendung, in der unter anderem Peter Struck, unser jetziger Verteidigungsminister, zu Gast war. Oh. Da haben wir überzogen wie Mist. Und Peter Struck, unser jetziger Verteidigungsminister, sah, wie der Aufnahmeleiter immer diesen hier machte. Und dann hängen die sich ja schon fast auf, die netten Kollegen. Und dann hat er wirklich im On, also für alle hörbar und vernehmbar, gesagt, Frau Illner, wollen wir nicht mal aufhören? Das ist aber eine nette Hilfe. Und dann war die Sendung zu Ende. Das ist aber eine nette Hilfe. Ja. Und hier haben wir schon ein fertiges Huhn. Es ist unglaublich. Ich räume das mal weg. Ja, toll. So. Wo ist denn das große Messer? Das ist hier. Aki? Genau. Und dann nehme ich, glaube ich, so ein, ich habe hier so ein tolles, tolle Gabel. Ich glaube, ich gebe dir mal ein bisschen. Ja, das sieht so raffiniert aus. Ich würde das auch gerne viel, viel besser können. Ach gut, ja, du hast einen Mann, der das kann. Ja, und ich habe ja dich. Ja. Genau.
gibt von Rossini diese schöne Geschichte, dass er im Alter von 37 Jahren aufgehört hat zu komponieren, weil er nur noch, also Noten zu komponieren, weil er lieber Speisen komponieren wollte. Ach. Und seine Frau hat dann irgendwann nur noch ins Tagebuch geschrieben, wir essen nur noch und verdauen. Weil es nur noch ums Futtern ging. Nur noch keine Musik mehr. Doch er hat dann im Alter von 80 wohl noch mal eine Sonate geschrieben. Aha. Und man erzählt, dass er nur dreimal im Leben geweint hat. Einmal bei der Arie eines besten Freundes, einmal bei der Premiere vom Barbier von Sevilla und einmal, als während einer Bootsfahrt ein getrüffelter Kapaun ins Wasser fiel. Ach, das ist sehr schön. Das Rossini. Ist sehr schön. So viel zu Rossini. Wo ist die Haut dazu? Auch kriegst von mir ein bisschen. Ja. Das sieht wirklich toll aus. So, und jetzt kommt nämlich dieses. Jetzt kommt nämlich das Allerbeste. Du vergisst nicht das Allerbeste, ich vergesse das Allerbeste. Nee, das schicke Olivenöl am Schluss. Oh ja, das haben wir doch noch gemacht. Das ist natürlich toll. Guck mal. Auch eine schöne Farbe gleich. Dadurch. Ja, und du siehst auch ein bisschen diese roten Punkte noch. Ja, da weiß man noch, auch nach 3 Gin, wo der Teller ist. Alarm, Alarm, ja, hier ist das Essen. Ja, Cranberry-Wodka ist doch ist ein großer Klassiker im Augenblick in den Bars überall. Aber das ist dann Cranberry-Juice. Ne? So. Der Mann kennt sich aus. Ja, wäre schlimm, wenn ich mich zu Hause nicht auskennen würde. Super. Noch eine Ansprache dazu? Nein, Herr aber Doktor? Noch einen Schluck Batar. Denn das schmeckt besonders jetzt auch zu diesem, gerade zu diesem Gericht. Ah, So, jetzt probieren wir mal. Wir probieren sofort. Und dann, schön weich ist er. No? Eine kleine köstliche Mischung. Ich habe einen Freund, Fritz. Der würde in solchen Fällen sagen, und das ist dann das höchste Lob. Und dieses Hühnchen. Ja, da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Müssen wir schon wieder trinken? Danke. War mir ein großes Vergnügen.